Jo, da wären wir wieder. Und wir haben 11 Topasohr. Das sollte für ein paar von den billigen Türmen reichen. Und die billigen Türme scheinen zu reichen für das, was sie tun sollen. Und die hier. Oh. Man merkt, wenn man keine Ardite-Picke mehr hat. Du baust mal zwei davon. Nom 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 nom. Genau. Das sieht doof aus. So, das kommt mit. Die Erze kann ich eigentlich einfach so in meine gelben Kisten schmeißen. Die müssten ja sofort hier einsortiert werden. Richtig? Richtig. Also hier. Zap, 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 zap. Nebenbei natürlich auch noch ganz viele andere Erze abgebaut. Wobei die meisten werde ich nicht brauchen, aber. Noch irgendwas wegschmeißen? Burner Mining Drills brauche ich nicht unbedingt. Die MK2 Rüstung brauche ich. Das brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, beziehungsweise, ne? Das ist immer so ein Hin und Her. Davon bräuchte ich eigentlich mehr. Obsidian brauche ich nicht. Chitin kriege ich nur angeliefert, oder? Ne, kriege ich nicht mehr angeliefert. Dann schmeiß Chitin mal hier rein. Die alten Schmelzöfen auch. Und das reicht mir erstmal. So. Wovor ich gewarnt wurde, ist, dass diese Türme hier recht viel Strom verbrauchen. Da sieht man auch schon 480 Kilowatt. Setze ich mal ganz kurz dahin. Genau, Energy Consumption 480 Kilowatt und Drain ist 25 Kilowatt. Das heißt, die tauchen hier auf dem Radar noch nicht mal auf. Okay. Also wenn sie schießen, verbrauchen sie 480 Kilowatt. Also so viel wie fast alle unsere blauen Fabriken zusammen, wenn einer von denen schießt. Ja. Gut, aber dafür brauchen wir halt nicht so viele davon und wir sparen uns dann die ganzen passiven Stromkosten von denen hier. Die sind aber auch nicht so viel. Ich brauche definitiv viel mehr Strom. Genau, hier fehlen ja noch dezent viele. Hatte ich schon angefangen, eine Fabrik zu bauen, die hier baut? Steam Engines und die blauen Steam Engines. Guck mal ganz kurz. Ich verliere hier immer leicht den Überblick, was ich schon wann gemacht habe und so. Nö. Fabriken bauen haben wir gebaut. War soweit richtig. Und damit wollte ich eigentlich. Geh mal her. Achso, die hatte ich auf 5 beschränkt. Ja, okay. Damit sollte ich jetzt eigentlich alle Fabriken ersetzen. Zum einen, damit sie schneller sind. Zum anderen, damit sie weniger Strom verbrauchen. Und dadurch auch weniger Smog generieren. Aber. Ich habe ja gerade festgestellt, dass wenn ein Topas-Turm schießt, ist es so viel wie alle unsere Fabriken zusammen. Also blauen Fabriken zusammen. Die gelben verbrauchen 1,2 Megawatt. Warum? Die sollten eigentlich alle viel toller sein. Haben die nicht alle Module bekommen? Doch, haben sie. Nicht alle. Aber das sollte jetzt eigentlich nicht so ausschlaggebend sein. Komisch. Hier, Energy Consumption 42 Kilowatt. Du? 90 Kilowatt. Sehr komisch. Dumm, dumm. Dumm, dumm. Problem ist nur, dass sie jetzt auch schneller produzieren würden, aber eigentlich sind die jetzt voll, richtig? Jo. Gut, 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 gut. Was wollte ich eigentlich machen? Die Power Armor 3 ist in Arbeit. Dauert da wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Ich habe dann hoffentlich die 2 Power Armor MK2. Und ich muss dann denken, die vorher leer zu machen. Das wäre schade, wenn ich sie vercrafte mit so viel Zeug drin. Ganz zu schweige von den Kosten. Könnten bis dahin noch Energy Shield bauen. Nee, was brauchst du? 80 Ardite, 80 Kobalt. 30 mal die Dreiermodule. Wir haben noch gar keine Dreiermodule, ne? Keine automatisierten? Nö. Dann machen wir das doch mal, weil 30 klingt echt happig. Das heißt, ich nehme jetzt zwei von meinen neuen Fabriken. Bapp die hier ran. Das mit den Roboports, die passen halt nicht ganz in das Baumuster. Aber ich denke mal, wir können dann einfach da immer vier Fabriken oben ran klatschen. Als so quasi Hasenöhrchen. So, dann ist dieser Block quasi nicht verschenkt. Wenn ihr wisst, was ich meine.
Weil wir haben immer einen Block um eine Substation rum. Und da sind normalerweise 8 Fabriken. Aber da passt dann halt nichts wirklich drumherum. Also machen wir dann nur oben so einen halben Block. Das sollte okay sein. Also hier, dann hätte ich jetzt ganz gerne Dip. Dip. Warum habe ich keine blauen Kisten? Blaue Kisten. Du stellst bitte her die blauen Dreier. Du stellst bitte her die grünen Dreier. Und dann braucht ihr genau das gleiche. Stahl, grün, rot und die jeweilige Vorstufe. Ting, ting. So. Du, da, da. Also, Stahl. Kann ich das irgendwie einstellen, dass es immer nur 10er-Schritte sind? Weil er springt immer gleich auf 200. Dann fliegen die Roboter los, schnappen sich 200. Und selbst wenn ich dann schnell genug hier 10 einstelle, kommen trotzdem noch 200 angeflogen. Weil sie halt einmal den Auftrag bekommen haben. Mal gucken, wie viele es jetzt werden. Bum, 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 bum. Naja, geht noch. Hätte schlimmer sein können. Oh. Genau, genau das verdammt nochmal meine ich. Hier, jetzt ist gut. So. Kriegst du noch 10 davon, damit ich davon auch eine Riesenarmee kommt. Dann kannst du gleich arbeiten. Also Shift rechts, Shift links. Und dann noch den davor. 2. Was? Achso, du. Du den davor. 2. So, jetzt hast du 10. Ah, da oben kommen die Grünen schon. So, dann noch Ärmchen. Nimm, 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 nimm. Dann sollte... Was? Oh, ich habe keine Module mehr. Ja, warte mal. So. Jetzt sollte das schon mal eine Arbeit sein. Verbraucht jetzt alles noch mehr Kupfer, noch mehr Eisen. Ja. Oh, was ist hier los? Nein! Was? Das sieht nicht so gut aus. Jetzt kann ich dabei zugucken, wie so ein Ding leer gesaugt wird. 70, 60, ja. Mal währenddessen hier ein bisschen Licht. Auch wenn das alles Bauplatz später wird, weil hier wird jetzt keine Schmelzanlage mehr hin. Keine Mining-Drill-Geschichte mehr hingebaut werden. Flupp, aus. Ja. Kupferfeld war da oben das nächste. Okay. Bau das hier mal alles ab. Da ist noch Kupfer. Da war ein Kupfer. Auch nicht schlecht. Also Plan. Ich baue jetzt da hinten die Drills hin und wir machen eine ganz lange Schlange. Ich sehe hier gar nichts. Macht mal bitte den Wald hier weg. So, damit ich was sehen kann. Das ist ein sehr guter Grund, einen ganzen Wald zu roden. Wir bauen das jetzt hier wieder auf mit den Mining Drills, mit den guten. Mit denen da. Und da bauen wir eine ganz lange Schlange bis noch da unten hin. Problem ist halt, das müssen alles durchweg die roten sein und wir haben überall diese Knicke drin. Das ist ein wenig ärgerlich. Und ich brauche... Wow, ihr seid gut am Hin- und Herfliegen. Ich brauche davon welche. Zack, zack. Damit ich das nicht von Hand machen muss. So. Oh, ist okay. Und die hier müssten dann alle umgedreht werden. Aber das mache ich einfach so. Genau. Mhm. Roboter. Hat die Hälfte nichts zu tun. Das heißt, ich schnappe mal ganz kurz eine davon Kiste. Gib mir das. Ein schnelles Ärmchen und du hättest gerne alles an Kupfererz, was wir warum auch immer noch im System haben. So, dann würde ich ganz gerne... Na, ich muss höher. Mach schon mal hier einen Knick. Dann Knick. Die Höhe. Geht an den Fabriken vorbei. Ja, das ist okay. Ich habe das tierisch unterschätzt, wie weit das ist, ja? Ja, habe ich. Bauen noch mal mehr davon. So, und dann geh bitte hier dran vorbei. Danke für die Zahnräder, Jungs. Dass ihr entgegenkommt.
Nom 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 nom. Okay. Und es reicht nicht. Jetzt muss ich noch die gelben vorher bauen. Das ist ja richtig peinlich. So, das sollte jetzt aber schon reichen. Aber wir können die ja einfach hier hinklatschen und dann ist gut. Also, du hast hier allerdings keinen Strom. Also müssen wir das Muster erstmal erweitern. So ist gut. So ist gut. So ist gut. Du? Dann würde ich dich eigentlich ganz gerne hier hinstellen. Damit die ein bisschen länger laufen und sie dich nicht so sehr gegenseitig, ne, das wegfuttern. Das heißt, das da kommt weg. Das da kommt weg. Schwupps, schwupps. So. Ist jetzt ein bisschen lang und ist auch nicht ganz so schnell wegen den Ecken und so weiter. Aber Hauptsache, es kommt Kupfer rein und wir haben hier so einen kleinen Puffer an Draht hier noch, ne? Vorrätig. Sollte soweit also okay sein. Das heißt, die arbeiten dann auch bald wieder. Eventuell kann ich ein paar davon wegmachen, weil wir hier diese besseren Schmelzöfen inzwischen haben. Eisen sieht hier irgendwie... Guck dir das mal an, die hinten arbeiten alle nicht. Oh, weil du leer bist. Das wird's erklären, ja. Das heißt, wir verlängern dich mal hier. Machen da einfach noch irgendwo so ein Drill hin. Da zum Beispiel. Oh, genau da. Bau einen davon. So. Die hier oben haben noch 18.000, 9.000, 26.000, 108.000. Ja, du hast hier eine richtig schmackhafte Ecke. So, dadurch dürften jetzt wieder alle arbeiten. Fast alle arbeiten, ja. Also wenn die Power Armor 3 durch ist, sollte ich wirklich auf die hellblauen Fließbänder gehen, allein schon für die Ecken. Also alles komplett blau zu machen, wäre ein eventuell einen dicken Overkill. Aber schon mal den Bonus aus den Ecken rauskitzeln, wäre ganz nett. Hm, das ist doch ein bisschen was zusammengekommen hier, huh? Okay. Ja, hau mal rauf da. Sehr schön, sehr schön. Also was sagen unsere Vorräte? Wir haben 14.000 Eisenplatten, 7.000 Kupferplatten, 14.000 Draht. Oh, grüne Chips, Mist. vor 6 Folgen oder so kam der erste Kommentar mit: Ich hoffe, du bedenkst noch bis zum Ende der Folge, dass du da bei den Chips einen Fehler gemacht hast. Ja, natürlich. So. Alles geplant. Ja, das passiert, wenn ich halt zu viel Spaß an Factorio habe. Den nehme ich halt mal 6 Folgen am Tag auf, wenn die Kleine nicht da ist. Gut. Deine Armee aus Robotern fliegt über uns hinab. Also ja, das erklärt natürlich, warum wir keine grünen Chips haben, wenn das eine Ärmchen hier komplett fehlt. Das ist nicht so gut. Das heißt, jetzt werden wir noch mehr Ressourcen verfressen, aber ja. Ist okay. Woran hapert's bei euch gerade? Nirgendwo dran, ne? Küste hat immer 20, 20, 20. 20, 20, 20, ja. Ist durchgehend bestückt. Ihr fühlt euch auch fleißig. 400, 400, 300. Ah, alles super. Das heißt, hier könnten theoretisch auch die rausgenommen werden. Ich hab schon wieder nicht genug. Oh, warte. Lalalalalala. So. Gib mir bitte alle davon. Ich würde ganz gerne hier wieder... Hm? Die hatte ich ja auf schnell getrimmt, weil die bei diesem dreifach 1000 Stück Gedöns nicht hinterher kamen. Aber jetzt haut das sehr gut hin. Und wir brauchen nicht extra Leute, die Strom verbrauchen. Ich brauche ja eigentlich gar nicht mehr. Dich eventuell schon. Mach mal so, so. Ist okay. Oh, wir haben doch damit angefangen. Komischerweise hinter der Forschungsanlage. Das finde ich ein wenig kurios, aber okay.
Du kriegst noch mehr davon. Du kriegst da Secondary Steam Engines.